Hallo und herzlich willkommen zurück zu Siren Alley und hört meinen Telefon knisten. Genau das. Ich rupf das Ding irgendwann aus der Wand raus. Natürlich zu Bioshock 2. Auf schwer. Nö. Nö. Da will ich nicht. Ich wollte das irgendwann machen, ne? Adam sammeln. Boah! Alter! Mordsding. Schwer. Jetzt wissen wir, was das Spiel wirklich, wie das Spiel wirklich auch schwer ist. Ich höre Munition, die man kaufen kann. Ah ja. Kann man hier schon sehen, wie viel Geld ich habe? Möp. Nee, kann man nicht. Oh, geht in die Bank. Für alle, die jetzt nicht mehr wissen, was passiert ist. Ich weiß es nämlich auch nicht mehr. Aber wir haben ja gleich unseren... Ah, 106 Dollar. Das ist schön. Aber wir haben... Oh, grauenvolle Musik. Oder Hintergrundgeräusche. Okay. Wir kaufen uns, ich denke mal, Headshot-Munition. Ich brauche auch Panzerbrechende. Erstmal Headshot, die ist wichtig. Headshot und... Oh, das ist so eklig, das Geräusch. Genau, das reicht mir auch schon. Weil wir wollen ja auch Headshots machen. Ich gucke jetzt gleich mal auf das Missionsprotokollbericht. Berichtsfeld. Und was sagt? Lege Dionysus Park trocken. Dionysus Park. Ach, er sitzt im Zugabteil fest und das ist überflutet. Ah, benutze den Keycode. Ah, um den Plaza Hedon zu betreten. Stimmt, wir waren einer verschlossenen Tür begegnet und haben einen Key gefunden. Den haben wir hier entdeckt. Andererseits, wenn ich da hingehe, komme ich nicht mehr zurück, oder? Och man, ich hasse diese Geräusche. Das ist so schrecklich. Oh man, das erinnert mich an dem Spiel, was ich noch Let's Playen darf. Hier unten war ich doch zum Teil, oder? Aber wahrscheinlich nur oben. Lems Büro. Wo zum Teufel war ich denn überall? Plaza Hedon. Ach, da oben ist eine verschlossene Tür. Das heißt, ich muss jetzt alles Adam mitnehmen. Den Big Daddy dann hier hinten in Pink Pearl killen. Und dann nochmal. Scheiße. Ich hab's letztes Mal nicht überlebt. Ich hoffe, ich überlebe es diesmal. Ansonsten versuche ich das offscreen irgendwie. Dann ist das Spiel sogar schneller. Mr. Babbitt! Ah, die Tür habe ich immer noch nicht auf. Wow! Wichsviech, ey. Penner. Geil. Boah! Hey, geil, da kommt Geld. Autsch. Hey, du hast auch Geld bei dir. So. Du hast nichts bei dir. Du Arsch. Oh, das ist ja Leben geil. Oh, das ist ja noch mehr Leben geil. Und schon. Diese Munition ist für einen Arsch. Scheiße, jetzt bin ich den ganzen Weg nach unten gesprungen, um Leben aufzusammeln. Obwohl, so schlecht war es gar nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Schneller, Mr. B. Sonst muss ich dich tragen. Ja, sonst trage ich dich gleich. Oh, das pfeifen schon wieder. Habt ihr Angst vor. Ach, habt ihr auch Angst vor unseren Schatten? War ich doch schon. Wieso mache ich... Was mache ich denn hier? Antipersonenwaffen.
Hey. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Dann nehme ich mal diese hier. Oh, falsch von rechts. Ein einsamer Engel. Toll. Ja, ich habe ja auch einen Engel. Den möchte ich auch gerne exizieren. Wo will ich denn hin? Ich will doch in den... Ne, ich will nach oben. Boah, ist er schnell hier runtergekommen. Mir geht doch irgendwann das Eve aus. Aber ich will gerne da rein in den Raum. Und jetzt sag nicht, ich habe zu wenig Geld. Ich will doch da rein. Hey, vielleicht so. Komm ich da hin? Ah! Ja! Wer weiß, ob die noch gelebt hat. Oh, wir sind voll, ey, geil. Das ist richtig speicherbar. Aber wer weiß, ob jetzt Gegner kommen. Ich weiß es nicht. Deswegen lieber speichern und alles nachladen, was man hat. Was ist das? Panzerbrechende Schrot? Phosphorschrot. Ist ja auch geil. So, unter dem Bett noch was? Mr. Blubbersaft. Wir hacken was. Daneben, du Trottel. Geschafft. Geht doch. Boah, ich wollte gerade schießen, du Sackgesicht. Scheiß Big Daddy, ey. Wenn der mir jetzt vor die Füße rennt, muss ich ihn... Ja, und ich bin zu dünn. Moment, ich muss erstmal was holen. Wie seid ihr nicht gesehen, ey? Hey, du hinterlässt mir Munition, ey. Du bist auch noch freundlicher. Na, so Erziehungsprobleme. Da musst du zum... Ja, toll, der rennt natürlich genau auf mich zu. Nur damit er zu diesem Scheißkram kommt hier. Das ist der Todesraum, da will ich nicht mehr hin. Ich habe wie immer Angst. Aber diesmal ist der Daddy hier oben und nicht unten. Ich habe voll Angst vor diesen Hakenmenschen. Ja, die Hakenmenschen, die haken dich ein und haken dich weg. Ich speichere mal hier ab. So. Welche Strategie ist denn am besten? Filmen? Erst recht nicht. Harpune, zu langsam. Vielleicht eine Mischung aus das und das und... Winterblast, genau. Ja, wir nehmen Winterblast. Oh. Engel denken an ihre Mama. Ja. Wer ist das? Das tue ich übrigens auch. Ich mach dich wieder leicht wie eine Feder. Mach das. So. Wo ist das Opfer? Manchmal fliegen die Rosen über eure Haare. Achso, achso. Du. Hallo, lad nach, du Arsch. Nö, jetzt ist der Big Daddy genau im Schussfeld. Oh.
aufheben, aufheben, aufheben. Lauf, lauf, lauf. Ich hab's geschafft. Ohne große Verluste. Scheiß die Wand an, das war Hammer. Gehen wir zurück, den Fettklops erledigen. Ich hab doch da einen Fetten erledigt, einen Burger King, genau. Das haben wir die genannt. Oh, da hat sie ja auch noch andere rumgeniedert hier. Boah, ich glaube, der wurde von ihm begraben und erschlagen. Das ist der Dialekt der Big Daddies. Genau. Ich glaube, da hat gerade eine Leiche zermanscht. Trödle nicht rum, Mr. B. Schnell! Wir sammeln alles auf, was wir finden. Weil immer noch können wir alles gebrauchen. Da unten ist er, war er nicht oben? War er nicht gerade oben? Oder ist er noch unten gelaufen? Ich weiß es nicht. Jetzt sind wir im Kreis gelaufen. Gehen wir wieder zurück. Wir haben wieder ein bisschen Leben. Da vorne müssen auch noch eins liegen. Erinnert mich das nächste Mal mal bitte daran, dass ich nicht alle einfrieren soll. Weil mir sonst nichts übrig bleibt zum Abfarmen. Oh, super. Ah, die versperrt mir den Weg, diese Tante. Hey, da ist auch noch Leben drin, oder? Ah, siehst du, das wollte ich haben. Weg. Ja, ich glaube, ich bleib hier stehen. Wir dürfen uns gleich mit einer Big Sister aufnehmen. Hey, hier liegt noch was. Cool. So, was haben wir denn? Ja, die Dinger blinken jetzt. Siehst du das Licht im Bäuchlein? Gleich sind wir zu Hause, Daddy. Ich hab voll Angst, die jetzt zurückzubringen, weil dann weiß ich ganz genau, es heißt, du wirst gejagt. Und wenn du gejagt wirst, kommt so ein Viech an und das Viech sagt, Ben, jetzt bist du gleich tot, Alter. Das sehe ich schon kommen. Ich probiere es mal. Ich habe viel zu wenig Leben, das geht nicht. Das geht nicht. Nee, ich muss erstmal rum und farmen. Das werdet ihr nicht merken. Und zwar mache ich das mal so. Ich gehe direkt jetzt auf hier auf diesen Weg und laufe mal so im Kreis. Immer hin und her. Und suche mir dann die Gegner. Und die Leute werde ich dann einfach abknallen und farmen. Ich muss Geld haben. Ne, und dann werde ich gleich wieder zuschalten. Wenn ich etwas mehr Geld habe als normal. Und wer weiß, vielleicht filme ich sogar noch ein paar. Aber das sind ja immer die beiden hier. Also bis gleich.